Der in der Khashoggi-Affäre stark unter Druck geratene saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat den gewaltsamen Tod des Journalisten als abscheulichen Vorfall bezeichnet. Der Thronfolger bei einer Investorenkonferenz in der saudischen Hauptstadt Riad, sein Land unternehme alles, um die Verbrecher vor Gericht zu bringen. Zuallererst war das Verbrechen für alle Saudis sehr schmerzhaft und ich glaube, es ist schmerzhaft für jeden Menschen auf der Welt. Es ist ein abscheuliches Verbrechen, das nicht gerechtfertigt werden kann. Saudi-Arabien nutzt alle Rechtswege, um die Untersuchung abzuschließen, mit der türkischen Regierung zusammenzuarbeiten, die Täter vor Gericht zu stellen und zu verurteilen. Der Regierungskritiker Jamal Khashoggi starb nach Darstellung des islamisch-konservativen Königreichs vor 3 Wochen bei einer Schlägerei im saudischen Konsulat in Istanbul. Die Türkei spricht dagegen von einen geplanten Mord, für den eigens ein Einsatzkommando aus dem Wüstenstaat angereist sei. US-Präsident Donald Trump schließt eine Verstrickung des 33 Jahre alten Thronfolgers in den Fall nicht mehr aus. Er hat das Sagen und wenn es also irgendjemand gewesen wäre, dann er.